Philipp, also eigentlich mit dem Wort Danke war er, glaube ich, bei dem Interview schon alles gesagt. Du warst maßgeblich daran beteiligt, dass wir aus einem 2-0 gegen Klagenfurt, also aus einem 2-0 Rückstand, nur 2-2 gemacht haben. Was sagst du zu der Partie? Ja, ich bin erst einmal froh, dass ich jetzt endlich mal reingekommen bin. Ich finde, es ist einmal Zeit geworden. Und jetzt bin ich natürlich nur froh, dass wir es unentschieden jetzt geholt haben und dass ich daran beteiligt bin. Der Klick gehört natürlich auch dazu, das zweite Jahr war viermal angefischt gefühlt, aber ja, ein unglaublich geiles Gefühl, dass ich jetzt 2 gut gemacht habe und heute endlich meinen ersten Einsatz gekriegt habe. Du hast das schon gesagt, unglaublich ein geiles Gefühl. Kannst du da vielleicht noch näher drauf eingehen? Wie hat sich das angespielt nach dem 2-2 und wie sehr hat man vor allem auch nach dem 2-0 noch daran geglaubt überhaupt, dass man da noch was holen kann? Ich habe die Fans schreien gehört, ich habe selber gefühlt, wie das Adrenalin in meinem ganzen Körper pumpt. Meine Leute sind gekommen, sind gleich auf mich gesprungen. Also es war einfach überall kribbelt, das war einfach... Ich kann einfach nur geil sagen, ich weiß nicht, wie es uns sagen soll. Das war super, ja. Mich freuen sie sehr, dass du jetzt bei uns in Steyr bist. Auch an dich natürlich nur die Frage, wie hast du schon eingelebt bis jetzt? Schon beim ersten Mal, wie ich da war, hat es mir richtig taugt. Ich finde, die Leute sind super nett zu mir, haben mich super aufgenommen. Fühle mich richtig wohl, es ist eine richtig geile Familie. Und ja, fühle mich super. Und den Weg kann ich Gott sei Dank auch schon auswendig. Muss nicht mehr mit dem Navi herfahren, das passt also ziemlich gut. Danke dir. Jetzt müssen wir noch ganz kurz zu dir persönlich fragen. Für die Fans von der Vorwärts, die was du vielleicht noch nicht ganz so gut kennen. Wie würdest du persönlich als Spielertyp beschreiben? Ich bin sehr flink, gehe gern 1-1 drüber. Das ist einer meiner Stärken. Und ich ziehe gern nach innen und suche dann den Abschluss, so wie man beim zweiten Tag gesehen hat. Danke Philipp, dann wünschen wir dir weiterhin alles Gute und natürlich auch im Kampf um die Torjägerkrone dann am Ende von der Saison. Michael, ich glaube, ganz ohne Emotionen kann man auf das Spiel jetzt nicht schauen. Nach 2-0 Rückstand, nur 2-2 Unentschieden gegen eine Spitzenmannschaft wie Klagenfurt geholt. Was sagst du zu der Partie? Ja, am Anfang war es sicher nicht leicht. Sind wir uns gut bespielt. Wir haben dann nicht gewusst, was wir eigentlich tun sollen. Wir haben gut verteidigt. Obwohl wir 2 Tore gekriegt haben und zweite Halbzeit haben wir dann einen richtigen Kampfgeist bewiesen und ja, haben dann Gott sei Dank noch 2-2 gemacht. Du bist ja nur in einer ziemlich misslichen Lage in die Partie gekommen. Wir waren nur 2-0 in Rückstand. Was hat dir da der Trainer mit auf den Weg gegeben? Ja, einfach 100% reinhauen, schon wie gesagt Kampfgeist zeigen und alles dafür tun, dass wir die Partie noch irgendwie dran können. Und da gehört nicht nur ich dazu, sondern die ganze Mannschaft und da muss ich schon Lob an die ganze Mannschaft aussprechen. Wir haben das zweite Halbzeit richtig gut gemacht. Also. Jetzt noch ganz kurz eine persönliche Frage an dich. Wie gut hast du schon in Steyr eingelebt? Du bist ja aus einem Städten gekommen, das ist, sage ich einmal, zumindest nicht ganz weit weg. Aber wie gefällt es dir so in Steyr? Ja, ich habe mich schon relativ gut eingelebt. Ich habe mich auch super in die Mannschaft integriert und ich fühle mich sehr wohl da. Also. Für mich kann es so weitergehen wie bis jetzt. Dann sagen wir Danke, Michael, und alles Gute.